Gut, und hier wird wieder komisch gefüllt. Oh. Was auch immer das gerade war. Der ist nämlich mitten beim Springen hingefallen. Aber wenigstens ist er weich in dem Blattwerk gelandet. Ja, jetzt haben sie wenigstens nur noch eine Stufe, die sie nehmen müssen. Also weniger Stau. Ja, und sobald wir mal wieder bei 7000. Angekommen sind, schicken wir die Quarry-Arbeiter auch wieder zum Füllen hier rüber. Können wir eigentlich schon den nächsten Flatten-Task hier in Auftrag geben? Weil sobald die mit dem hier fertig sind, werde ich sie hier rüber verschieben. Das ist ja mit 70 nicht mehr viel. Wir haben 35 Fuhren. Also 5 Fuhren ungefähr pro Brickton.
Ja, wenn sie die Ebene hier weggemacht haben, dann lassen wir sie. Mal wieder aufs Füllen los, würde ich sagen. Egal. So, erstmal hier drüben. Einer will nicht zurecht, dann darf der jetzt. So, wie viel haben wir hier noch? 14. Verschiebe ich euch schon mal langsam. Damit sind wir auf 8 runter. Das heißt, du wirst füllen und willst dann wegrennen, oder? Ja. Nur dasselbe. Du genauso.
Weißt du was, du kannst ja gleich hier füllen. Und der letzte füllt die anderen beiden. So. Eine Reihe ist durch. Fehlen noch die zwei hier. Und der Streifen, der wie breit ist? 5. Ja, 5. Aber wir kommen wenigstens voran. Jetzt sieht es langsam echt interessant aus. Wie so ein verhunzter Totenschädel, der sich mit der Hand beschwert. Aber ja, es geht voran. Wie gesagt, da sind es noch zwei Ebenen. Wir werden dann auf jeden Fall den Berg hier noch brauchen. Vielleicht noch ein bisschen von hier drüben irgendwo. Hier ist sogar noch Eisen. Ein Eisenvorkommen. Also so ein oberflächliches Eisen vorkommen.
Ich find's lustig, wie sie jetzt da das bisschen ignorieren. Na, sie füllen es doch auf. Ja, genau, das gerade das Ding, was ich am ehesten gefüllt haben will, füllen sie nicht. Würde langsam mal bitte jemand kommen und es füllen? Er wäre ich sehr dankbar für. Könnten wir nämlich das Ganze wieder etwas runterziehen, aber es kommt niemand. Es kommt einfach niemand daher. Ach na, also. Das heißt, jetzt können wir das Ganze bis dahin verschieben und bis dahin mal ziehen. So. Und dann würde ich sagen, ist es jetzt mal wieder Zeit für einen Cut. Also, save override. Und dann sehen wir uns gleich wieder.